Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW Folge 56 und wir machen weiter mit dem vermissten Diplomaten und zwar im Hafen von Melitil. Nein, ich lüge, auf der Insel Terramor. Wie ich auf Melitil komme, weiß ich auch nicht. Egal. Weiter geht's. So. Lassen wir wieder hier unser Rudel an. Ich glaube, Rudel geht auf dem Tier aus. Also auf dem Reittier. Schwupp. Wow. Ja, besser als nix. Siehe den Ehrenfreund. Psst. Ich versuche zu denken. Jaina Proudmoore, beziehungsweise Jaina Prachtmeer. Herrscherin von Terramor. Ach, guck mal an. Ist ja too good and cool. Das ist ja cool. Ach, und ein Level. Obwohl Schatten wieder schon kommen, aber so. Willkommen in Terramor. Seid ihr gekommen, der Allianz zu helfen? Das ist ja. Das wusste ich gar nicht, dass die hier ist. Ich wollte immer nur studieren. Oh, die Vorsprüche sind die gleiche. Willkommen in Terramor. Seid ihr gekommen, der Allianz zu helfen? Ich wollte immer nur studieren. Ishnuala. Braucht ihr Hilfe? Wenn man dem manchmal ein bisschen auf den Geist geht, dann sagen die auch schon mal unnettere Sachen wie verschwindet, was wollt ihr, lasst mich in Ruhe, habt nichts Besseres zu tun. Tja. Okay, ich habe mir jetzt den vermissten Diplomaten was schwieriger vorgestellt. Ich habe sie nie zu Ende gemacht, die Quest. Was nehmen wir denn? Reitgeschwindigkeit, 3 weiter. Oder hier das. So, das. Kurz ins Auktionshaus, sorry, schon ins Gasthaus verkaufen. Essen und so haben wir noch. Sucht ihr was Bestimmtes? Auf dann. So. Dann gehen wir mal hier ein bisschen rumquesten. Vielleicht gibt es ja tolle Sachen. Aber warum eben das Fragezeichen blau war bei dem, weiß ich nicht. Vielleicht kann man ja irgendwann noch irgendwas Tolles dann machen. Schickt uns denn jetzt zuerst hin. Hau mal ins Starship statt dahin, ist ja so eine Sache. Was ist da denn? Hau mal, gehen wir erst da lang. Wir sind da flexibel, aber das TomTom nicht. Und was hier auch ist, in der Nähe. Die Insel Alcatraz oder Alcatz. Allerdings sind da die Gegner. Habt ihr gesehen? Jetzt bin ich abgemordet worden. Sind die Gegner auf der Insel 60 oder 55 Elite? Das möchte ich uns dann doch nicht antun, weil das ist dann doch ein wenig heftig für uns.
Der Tiger taucht immer hoch und runter. So. Oh, 37 geht ja. Kein Problem für uns. So, mal gucken. Punkte nein. Okay, der bekommt nur Punkte mit Treueaufstieg. Ist bestimmt auch jetzt irgendwann wieder Treueaufstieg haben. Hoffe ich mal. So wird da. Dann sagt man, Kette ist es fies, war man noch nicht hier. Tja, wo ist das, was wir denn brauchen? Hoch. Erwartete Befehle. Granate. Sein. Gucken. Da ist es bestimmt irgendwo rum. Truhe ist immer gut. Da. Oh, so mit Finzelschwert. Was haben wir denn da? An was erinnert mich das nur? Das erinnert mich irgendwie an Herr der Ringe. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Was tut er denn jetzt? Oh nein, der flitzt nur durch die Gegend. Aber die Defias-Botschaft ist irgendwie überall, ne? So, der kann auch im Schwimmen essen. Sogar nützlich. Nicht so prickelig für uns. Puff, und weg ist er. So. Ich glaube, hier sind auch recht viele Tiere. Aber da wir können die ja geschickt umgehen. Um nicht alles zu pullen. Mittlerweile. Weil wir haben ja jetzt gelernt, dass wir Wildtiere aufspüren können. Ganz schön böse. Und wenn man dann noch recht klein hier ist, so wie ich damals, dann pullt man natürlich alles mit. Darum ist meine Freundin auch nicht gerne hier lang gegangen. Ist lieber unten, Quatsch, unten rumgeschwommen. Hinten rumgeschwommen. So. So, jetzt schickt uns. Der Hust macht mich eh fertig. Ich finde, das wird auch mehr Sinn machen, wenn wir erst dahin gehen. Na gut. Laufen wir mal querfeldein.
Nee, da müssen wir. Nee, durch den. Nee, da in der Mitte ist Kacke. Es sind auch so viele Gegner. Und da holen wir bestimmt was. Gehen wir mal hier hoch und dann da zur Seite. Und ist von Ratchet dann erstmal da und dann wei. Der hat ja Ideen, ne? Ach, man kann ihm erzählen. Tja, so sind wir dann doch nicht nach Tanares erstmal gefahren. Und dann erstmal hier in den Düstermarschen abgestiegen. Aber ich finde, das ist gar nicht mal so schlecht hier. Ja, hier gibt's auch eine Quest. Und zwar das ist mit den Fröschen, ne? Ja, hier muss man Frösche sammeln. Was kann ich für euch tun? Seid vorsichtig. Das Gras, Graben grüßt mich. No. Oh. So, nochmal. Ich will immer vorher losreiten, weil ich gewohnt bin, eigentlich nur 1,5 Sekunden Castzeit zu haben für die Tiere. Aber hier sind die, wie gesagt, nur bei 3 Sekunden. Und man wird immer abgemountet. Die Quest ab. Ich glaube, die kann man auch zählen. Ne? Die können Gift spucken. Die habe ich damals ganz oft im PvP gesehen. Und Spinnen im PvP. Und damals viel gehabt. Weil die Spinnen ein Netzen konnten oder können. Das fanden die Leute immer ganz lustig. Oder die Jäger dann. Vor allem als Schurke. Ich so, ha, schleichst du dich an. Und dann hast du auch noch manche Pets gab's. Wenn die aggressiv eingestellt waren, haben die dich nämlich auch aus der Verstohlenheit entdeckt. Das war ätzend. Ja, Hunter sind schon ein böses Völkchen. Och. Was kann ich für euch tun? Im Wasser. Auch nicht schlecht. Man sieht sie. Gibt's ja lustige, habe ich nie gequestet. Also nicht wirklich. Hier die eine Froschquest habe ich mal ab und zu gemacht. Aber auch nur, weil ich mir mal so einen Guide angeguckt hatte auf YouTube hier lustige Quests in WoW. Aber sonst hier bin ich wirklich was getan. Oh je. Ich kann auch seitlich schießen. Nicht den jetzt alleine getötet, also der unser Aslan den alleine getötet hätte, dann hätten wir kein EP dafür bekommen. Aber brauchen wir noch was? Taucherrüstung? Ah, okay, Werkzeugkasten. Ja, das macht Sinn. Weil nur mit beschädigter Taucherausrüstung kommt man nicht weit, glaube ich.
kleiner Werkzeugkoffer. Ich meine, die haben sich ja schon Gedanken gemacht um die ganzen Sachen. Fand ich immer gut bei WoW. Und zwar hat nicht oft alles Sinn gemacht, was die getan haben, aber gut. So. Uiuiuiuiui, was ein Schrott. Aber der sieht gar nicht verkehrt aus. 13 Stärke, was haben wir denn an? Oh, gar nichts. Oh, das ist dann gut. Ach, der hat einen Tauchanzug, aber wir müssen. Ah, wollte gerade sagen. So, haben wir noch was bekommen? Bergungsausrüstung. Und? Okay, Bergungsausrüstung. Ist die? Guck, wahrscheinlich. Ah, okay. Ah, verstehe. Haben wir jetzt eins? Was näheren? Oh, ich lese gerade. Wurde noch nie abgeschlossen, funktioniert somit vermutlich nicht. Schade, schade. Okay, das ist nur eine Stunde halb, das ist ja doof. Das ist ja doof. Gucken, wie hieß die Quest denn? Berg die Fracht. Schade, schade. Das ist wirklich schade. Hätten wir so einen coolen Helm bekommen, der eigentlich gar nicht mal was für uns ist, aber besser als nichts. Und jetzt haben wir ja einen Ultra-Tauchen-Glocker, Ultra-Glocken-Taucher-Helm des Todes. Naja, gut. So, und wenn man dann so lustig am Questen ist, fällt einem gar nicht auf, dass man auch schon 36% vom Level hat. Und wir haben ein Reittier. Ich muss das nochmal erwähnen. Falls es euch noch nicht aufgefallen sein sollte. Worauf ich auch sehr stolz bin und sehr froh, dass wir das endlich haben. Weil, es ist ja schon elendig, immer zu laufen. Wir uns jetzt hinschicken. Naja gut, jetzt macht es Sinn dahin. Aber gut. Jetzt macht es ja Sinn. So. Schwupp. Und hier irgendwo ist auch die Quest für die Hexe, für den Hexenmeister. Aber wo genau, weiß ich gar nicht mehr. Hier ist, gibt's nämlich irgendwo ein Haus. Wieder das da, aber das glaube ich, weiß ich nicht, oder hier oder so. Für irgendwo im Morast. Da lebt die Hexe. Beziehungsweise die Hexenquest-Hexe. Ich glaube für den Teufelshund, für den Hund glaube ich ist das. Nee. Wie gesagt, ich glaube heute schon mal erwähnt hier, dass das hier mit der Warnung und so, dass das noch nicht funktioniert, das finde ich ganz cool, weil uns plackt man sich für irgendwas ab. Und das funktioniert nicht.
So. Packt ihr mal ein kleines Lager. Würde sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt Let's Play WoW. Und auf Wiedersehen, meine Freunde. Und lasst doch ein Abo da. Das wäre auch noch gut.